zum Schiff. Und? Wie sieht es aus, Garrus? Ist dies besser als die Zitadellsicherheit? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Es könnte doch noch Hoffnung für Sie geben, Turianer. Auf. Mal die betreten. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ja, das ist wichtig. Dekontamination aktiv. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Wohin auch immer Saren flieht, wir werden ihm folgen. Wo auch immer Saren nach der Röhre sucht, wir werden da sein. Wir werden ihn bis ans Ende der Galaxie jagen und zur Strecke bringen. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratssektors. Saren muss aufgehalten werden. Und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Juhu, vorbildlich. 4. Okay. Commander, etwa noch eine Frage? Ja, Schiffsstatusbericht. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Wovon reden Sie da? Sie sind krank? Das heißt, Sie wussten gar nicht... Ach, Scheiße. Okay, ich habe das Frohlich-Syndrom. Glückknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Alia, Fox, wie geht es dir? Wie steht's bei dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Ihr habt dieser Psychoblick von oben, aber dazu die Mimik von dem... Warum nennen Sie alle Joker?
Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Sie erinnern mich irgendwie an den Weihnachtsmann. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Hohoho. Ganz fein nicht, hab wieder so abgebügelt. Klingt, als würde es bei, würde bei dir gleich die ganze Bude rumrum schmelzen. Ich hoffe, es bleibt so lange kühl, wie es geht. Ich habe mich schon gut in die Welt eingeführt. Ich habe gefühlt, ich habe echt einiges gesehen. Hab mir jetzt auch ein kleines Team zusammengestellt aus einem Krogianer und einem TTT. Ach, weiß ich. Geht's doch fein. Ach so, das Tipper. Tippfehler, gut. Ich muss gehen. Bin grad Spectre geworden, hab auf der Citadel sämtliche Quests abgeschlossen erstmal. Ich kann hier rein. Achso, ich kann hier wieder raus. Die mit dem komischen Steingesicht und den nach hinten. Das, was Saren ist. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Presley. Bei allem Respekt, Sir. Das hatte man auch über Nihilus gesagt. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Ich habe hier das Kommando, Presley. Es ist allein meine Entscheidung, Außerirdische an Bord zu nehmen. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Gut. Persönliche Frage. Wie sind Sie zu Ihrem Einsatz auf der Normandy gekommen? Ich habe mich gleich nach dem Studium um eine Stelle als Navigator bei der Allianz beworben. Genau wie mein Großvater. Das liegt wohl in der Familie. Meine erste Station war auf der Agincourt. Wir gehörten zu den ersten Verstärkungen, die nach dem skylianischen Angriff in Elysium eingetroffen sind. Diese Piraten hatten keine Chance gegen die Fregatte der Allianz. Aber dass die Kolonie überhaupt noch stand, war natürlich Ihr Verdienst, Commander. Das war einfach unglaublich, wie lange Sie durchgehalten haben. Was machen Sie hier? Wie sind Sie auf die Normandy gekommen? Nach Elysium bekam ich meine Beförderung zum Officer. Ich scheine auf die richtigen Leute Eindruck gemacht zu haben. Als der Captain die Crew zusammenstellte, hat er nach mir verlangt. Gut, Außerirdische an Bord. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Das ist nicht das Problem, Commander. Die Menschen haben immer allein ihre Probleme gelöst. Saren hat eine unserer Kolonien angegriffen. Nur wir Menschen sollten ihn aufhalten. Wir brauchen die Hilfe anderer nicht. Hilfe ist immer gut. Es gibt Leute, die es für Schwäche halten, wenn man Hilfe annimmt. Aber das ist nur dumm und selbstgefällig. Egal wie stark man ist. Verbündete kann man immer gebrauchen. Kann schon sein. Wahrscheinlich folge ich noch den alten Denkmustern. Keine Sorge, Commander, es wird deswegen keine Probleme geben. So, das heißt, wir gucken noch. So schnell wird's auch nicht. Sehr schön, wird's auch gerne mal wieder spielen, aber nur für PS5, solange es heißt, draußen ist. Ja, ansonsten schmilzt du relativ schnell. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Wir gucken uns hier um und dann ist mein Zimmer. Besprechungsraum.
bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt eigentlich relativ viel Zeit nur auf der Citadel verbracht. So. Das sind die Mannschaftsquartiere. Ja. Brauchen Sie was, Commander? Taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Halt nicht! Zicke! Hier haben wir unseren New Doc. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Ich glaube, das kennen wir schon. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Als L2? Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten technischen Anwendungen werden jetzt L3. Was für Komplikationen. Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Können wir auch schon. Hier hinten irgendwas? Nein, nix. Was auf der anderen Seite? Hier gibt's irgendwie keine Quartiere für die Leute, oder? Außer das hier. Codex-Eintrag. Yay! Gibt keine Betten? Oder sind das hier die Betten? Nö. Nee. Codex-Einträge. Das könnten. Sind das die Betten? Nee. So, wir gehen jetzt noch runter in den Geller. Der langsamste Fahrstuhl der Welt. Na, ich... Gas. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. So schlimm also. Es hat seine Vorteile, ein Spectre zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Es
Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadellsicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadellsicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadelle wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadellsicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und okay. Ohne die Zitadellsicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Leisten Sie einfach gute Arbeit und kommen Sie mir nicht in die Quere. Dann kommen wir gut miteinander aus. Das keine Sorge, Kummer. War jetzt falsch. Ich werde Sie nicht stören. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Auto inspiziert. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Weiß ja nicht, ob du Sediat. Ihre Unbased Alpha One. Nee, kenne ich überhaupt nicht. 0,0. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Das Gleiche haben sie mit uns auch versucht, aber wir haben sie besiegt. Das ist nicht das Gleiche. Nein? Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt und auch ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Nein. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten, ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Gut. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert. Jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum? Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Gut. Bis dann, Rex. Shepard. Ah, das ist die Ausrüstungsbank. Commander? Ashley, wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ach, ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... dass wir die Einheit gehätten hätten. Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Wir haben den Kampf gegen synthetische nie trainiert.
Die Gates sind seit 3 Jahrhunderten nicht mehr durch den Nebel gekommen. Wir müssen uns dank unseres Trainings anpassen können. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du nimmst nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht... Wie geht's Ihnen? Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Können wir uns kurz unter 4 Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss mal... Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Gut. Wegtreten, Chief. Sir? So. Unten ist noch was. Also auch noch eine Person. Dann haben wir, glaube ich, alle. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Bereicherung? Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Warum nicht? Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Warum funktioniert es nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar. Und wir sind die Einzigen, die es haben. Aha, die anderen haben kein ähnliches System? Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her 2-mal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Nice. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokyo. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zu Normandy natürlich. Gut, damit sind wir hier auch durch. Jawohl, Commander. So, gibt's hier noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir jetzt hoch zum Tisch. Stellen uns davor. Und speichern und beenden heute. Wir müssen gleich noch gucken, wo wir landen. Na komm. Nochmal?
auf. Zustand 8. Und das war's dann für heute. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Hier in der Normandie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.